Also, wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur US-Börseneröffnung mit Dirk Hilger und der hat natürlich seinen Stereo Trader dabei. Ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis mal an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Für alle, die neu dabei sind hier, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Aber gleich sagen wir nochmal was dazu, beziehungsweise kurzes Smalltalk. Wir schalten aber jetzt einmal kurz zu Dirk und dann begrüßen wir YouTube. So. Dann hoffe ich mal, dass es jetzt funktioniert. Gab hier kurze technische Herausforderungen, die zu meistern waren und GoToWebinar hat irgendwie nicht mitgespielt. Ist aber auch egal. Alles nicht so schlimm. Jetzt sind wir da. Ich freue mich. Der Nelson freut sich auch. Nur sehen wir den heute nicht, weil ja wegen dem Technikkram habe ich den jetzt hier nicht mehr eingebunden bekommen. Aber er grinst mich hier von links an. So viel kann ich euch auf jeden Fall verraten. So, nutzt euch natürlich nichts. Ich könnte jetzt das Fenster darüber schieben, aber das bringt irgendwie auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. So, also hallo und herzlich willkommen zum New York Stock Exchange Opening Bell. Heute mal wieder zusammen mit FX Flat und wie schon erwähnt, der Nelson, der dann jetzt, sobald ich ihm das Mikro gebe, genau, jetzt auch sehr gerne was sagen darf. Hallo Nelson. Ja, hi zusammen. Hallo YouTube. Ich halte heute mein Intro kurz hier und sage nur ganz kurz hallo. Ich freue mich, dass auch ihr zugeschaltet habt. Wir haben schon ein paar Minuten verloren und deswegen starten wir auch direkt. Ich freue mich aber, dass Dirk heute wieder normal reden kann und der den Zahnarzttermin gut überstanden hat. Ja, ich war heute nochmal. Ich habe schon gedacht, ich muss das hier heute absagen. Ich war heute Morgen nochmal, weil es ging einfach gar nicht. Und aber wie man sieht, also ich kann zumindest reden, das Lispeln ist bisschen weniger. Und der beste Satz gestern war ja dann halt eben, habe ich heute noch natürlich noch Texte von allen Seiten dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wie war das? Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Eine Nuschel. Habe ich mitbekommen, das, ja. Ja, der war auf jeden Fall schon gut. Ach ja, aber okay, ne? So, wie war das? Wer den Schaden hat, hat den Spott oder irgendwie so heißt es doch, ne? So ähnlich zumindest. So ähnlich. Ja, dann viel Erfolg, viel Spaß. Ich halte mich jetzt mal wieder ab. Okay, gut. Also, ihr dürft wie immer alles in die Kommentare schreiben, was euch irgendwie einfällt zu dem, was ich sage oder was der Nelson von sich gibt. News haben wir heute keine oder habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr geguckt hier in der Hektik? Haben wir irgendwas anstehen, irgendwie 15:45 oder 16 Uhr? Ich glaube aber eigentlich nicht. Also wenn da was sein sollte, dann einfach sag's mir bitte. Und die Fragen von GoToWebinar sehe ich übrigens hier nicht. Wenn da was ist, dann muss das, glaube ich, irgendwie bitte kurz für mich einstreuen. Okay, gut. So, also ich habe es gerade schon gesagt, ne? Bitte gerne in die Kommentare immer was reinschreiben. Ist Nelson eine KI? Nelson ist definitiv eine KI. Oder mindestens ein Alien, ich weiß es nicht genau. Okay, und wenn ihr das gut findet und unterhaltsam oder was auch immer oder bereichernd. Und dann dürft ihr das Video natürlich sehr gerne liken und auch generell dürft ihr es weitererzählen. Also alles, was hier passiert, ist halt echt. Ne? Das ist halt irgendwie nicht nachträglich Trading. Und das heißt dann natürlich auch eben, dass auch dann was daneben gehen kann, ja, und auch darf. Und das ist legitim. Trading funktioniert halt leider nicht so, dass immer alles wunderbar aufgeht. Das ist natürlich das Bestreben auch beim Live-Trading, aber trotzdem kann der Markt auch irgendwie ganz andere Sachen machen als das, was man halt irgendwie sich wünscht, vor allen Dingen für seinen Trade, den man eingeht. Gut, dann gehe ich mal direkt rüber aufs Bild und ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt. Also vor allen Dingen die gestern Abend ja auch dabei gewesen sind, wissen es eigentlich, was ich vorhabe, nämlich halt hier Short. Und deswegen ist der natürlich jetzt auch schon auf, weil der Entry, den habe ich gestern Abend besprochen und das hat er jetzt gemacht. Und natürlich halt mit der vollständigen Übertreibung ist klar, weil der Markt sollte hier unten korrigieren, weil die 37.709, weil die halt immer wieder gekauft wurde. Jetzt hat er natürlich über Nacht da so unten so ein bisschen übertrieben. Da habe ich eigentlich auch gedacht, boah, da kommt noch einer. Da kam aber nichts und hat es halt hier wieder sauber umgedreht. Wie ihr seht, hier mit riesengroßer Maus, so dass man sie halt auch erkennen kann, zumindest hoffe ich das,
Hat es also hier wieder umgedreht, diesen Bereich gekauft und das Ganze biegt sich halt hier von unten nach oben. So, das sollte er ja auch grundsätzlich. Nur wie gesagt, zeitlich war es ein bisschen verzögert. Generell ist es völlig legitim. Hier unten ist es auch irgendwo, ich weiß nicht genau wo, vielleicht kann mir das ja auch einer zuspielen. Da unten ist auf jeden Fall irgendwo auch die Jahreseröffnung. Und wie bei jeder Kerze, selbst bei einer 5-Minuten-Kerze, ist es halt ja auch so, dass der Markt, wenn er an den Anfang kommt, ja auch dahin reagiert. Und deswegen ist es auch nur legitim, wenn es an der Jahreseröffnung natürlich dann auch wiederum eine Reaktion gibt. Jetzt schreibt auch irgendwie hier der Viktor, United Health hat gute Zahlen geliefert. Ja, okay, gut. Das Ding ist aber, wir gucken ja immer nur aufs Bild, was das Bild macht. Und das war halt hier so oder so, ne? Einfach die plausibelste Bewegung. Warum? Habe ich im Trading Guide ja auch schon erklärt, weil wir halt eben hier noch nicht mal irgendwie, wir sind durch das Vortagestief da durchgefallen vom Freitag und haben es noch nicht mal von unten bestätigt. Und das funktioniert in der Regel so nicht, zumindest nicht, wenn der Trend halt irgendwie sauber weiterlaufen soll. Und deswegen, allein schon deshalb war es halt für mich ein Grund, darauf zu laufen. Dann halt hier eben auch, weil halt unten die 7,09 gehalten hat, plus die Jahreseröffnung. Ich gehe aber nicht davon aus, und das ist genau der Moment, wo ich sage, das kann natürlich falsch sein. Ich gehe noch nicht davon aus, dass wir jetzt hier einfach weiter rauflaufen. Es kann aber natürlich trotzdem sein. So, dann muss ich natürlich sagen, gut, dann gehe ich mit dem Trade erstmal raus oder skaliere den halt auch noch ein Stück weiter rauf. Man hat es ja auch gerade gesehen, ne? Der liegt hier jetzt noch nicht so wahnsinnig viel vorne. Und da sollte man da oben schon ein bisschen Luft halten. Wobei natürlich immer die Frage ist, was hat man vor? Will man irgendwie einen kurzen Move bekommen für ein paar Punkte oder will man halt irgendwie die ganze Reise halt haben? Und die ganze Reise, also wenn man sich mal den Daily anguckt, die ganze Reise wäre natürlich runter ans Tagestief. Jetzt hänge ich natürlich mit meinem Kopf genau davor, ne? Gucke, ob ich das hier hingeschoben kriege. Natürlich nicht. Gut, dann mache ich mal, kann ich das hier wegschalten? Ich weiß es gerade irgendwie gar nicht. Moment, das müsste aber eigentlich gehen, doch. Sieht man halt hier unten, ne? Der Daily, das heißt, der könnte natürlich halt irgendwie auch gerne der Gesamtrichtung folgen und dann halt eben neues Tagestief machen und dann eben auch runterlaufen auf die 37.423. Das sind von hier aus mal schlappe 600 Punkte, 500 Punkte, aber das ist ja momentan irgendwie alles gar kein Problem. Das wird er aber jetzt nicht während der Eröffnung machen. Ich sage nur, wenn das jetzt halt irgendwie halbwegs weiter sauber laufen soll im neuen Abwärtstrend, und da musst du halt eigentlich irgendwann da unten raus im Laufe des Tages. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir zur Kasseeröffnung halt eine ordentliche Bewegung bekommen. Das Problem ist aber halt, und was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass wir jetzt hier mit einem ziemlichen fetten Aufwärtsgap eben im DAU halt aufmachen. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt dann so die Stelle, wo der Markt es dann irgendwie total gut findet, nach unten zu kippen, sondern halt, das könnte schon einen Impuls nach oben zur Folge haben. Deswegen muss man da schon ein bisschen genauer drauf gucken. Wo wir hier jetzt halt drauf stehen, wo halt unten dieser Support gewesen ist, gut, kann man jetzt nach Fibos meinetwegen gehen, ne? Das wäre dann halt eine 76,4, also von dem gesamten Anstieg. Also passenderweise dann halt eine 24,6er Korrektur ist aber für mich jetzt nicht so entscheidend. Für mich wichtiger ist natürlich, dass das halt eigentlich das erste Reaktionslevel war, ne? Ich habe halt ja auch gemeint, entweder wir laufen dahin, fallen dann runter oder übertrieben wäre hier eben hier oben in diesen blauen Bereich rein. Das wären halt hier unten noch die Supports, die hier halt auch gehalten haben, beziehungsweise die letzten Supports hier auf der Seite. Und deswegen kann der natürlich auch ein Stück höher. Wenn man es jetzt irgendwie ganz übertreibt, dann könnte man auch sagen, ja gut, die letzten Supports waren da oben, ne? Also nochmal irgendwie so ein paar Punkte drüber. Das kann halt auch sein. Deswegen muss ich dem auch ein bisschen Luft geben. Und jedes Level, ne, weil für mich wäre natürlich dann halt schon wichtig, dass wir dann halt, also eigentlich waren das die allerletzten Supports. Das hier ist irgendwie schon alles viel zu hoch gegriffen. Aber das Level wäre für mich halt schon entscheidend, zumal die 932 halt recht oft recht viel gehandelt wurde, auch in der Vergangenheit, und dass wir dann halt hier natürlich auf diese Bewegung einer nach unten bekommen. Was halt eben auch so ein bisschen dafür spricht, für runter oder warum wir zumindest eine Reaktion bekommen sollten, ist, weil wir hier wieder so ein kleines Verbrechen begangen haben, fallende SMA 20, ich hoffe, man kann das erkennen, fallende SMA 20 hier und nach oben durch geht in der Regel auch nicht. Das heißt, für mich wäre jetzt so die nächste logische Anlaufstelle dann halt auch tatsächlich hier unten nochmal in dem Bereich vom SMA 20 oder eben maximal runter sogar nochmal bis zur 709. Das ist natürlich schon eine heftige Strecke. Ich halte die aber für plausibel. Ich glaube nicht, dass der Markt
hier unendlich nach oben steigt. Ja, ich meine, wenn es ganz blöd läuft, dann zieht jetzt die Kasse 15:30 Uhr nochmal irgendwo bis hier oben rein in die Richtung von 38.100 oder sogar 150. Das wären also nochmal 200 Punkte rauf. Wäre natürlich ein bisschen blöd, ne? Das ist schon klar. Das heißt, dann würde das mit dem Short halt hier nichts werden. Aber wie gesagt, das gehört halt dazu. Und auf der anderen Seite, das hier, also hier unten dem Bereich, da würde ich halt, würde ich mich halt so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, das sehen wir heute schon nochmal, ja. Also mindestens hier die 815, egal wohin der jetzt läuft. Und der Markt ist momentan halt schon extrem volatil. Aber ich halte es halt eben auch nicht für ausgeschlossen, zumal wir jetzt hier oben auch ein bisschen Gegenbewegung schon hatten, im H1, dass jetzt die Kasse das halt als erstes macht. Wenn nicht, wird es daneben gehen, ne? Deswegen bitte nicht einfach nachmachen. Ich gucke mal hier gerade die Kommentare drüber. Na, Dirk, wie schmecken die Schrauben? Ja, metallisch. Tatsächlich, die ganze Zeit. Es ist wirklich ein bisschen ekelhaft. Aber okay, reden wir besser nicht drüber. Jahreseröffnung hatten wir noch nicht. Dow 37, 6, 8, 9, Erstkurs. Also 37.689. Da war die Jahreseröffnung. Die kann man ja hier mal irgendwie kurz einzeichnen. 37.689, das müsste ja dann hier so irgendwo sein, ne? Fast genau getroffen, aber auch nur fast. So, dann markieren wir die doch mal, damit wir wenigstens wissen, worüber wir hier reden. Und klar, das ist nicht unbedingt eine Marke, die dann halt irgendwie auf den Punkt genau halt irgendwie halten muss. Also 2024. Das wäre das Ding hier unten. Ne? Aber sieht man halt schon, okay, ne? Da hat er sich ziemlich lange dran aufgehalten, hat auch natürlich gut mit der 709 hier zusammengepasst. Von daher völlig legitim, dass wir da unten so eine Reaktion bekommen. Okay, ich bin mal gespannt. Also ihr könnt ja mal irgendwie auch die Kommentare. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, was ihr vorhabt, wo ihr hin wollt mit dem Markt. Und mal gucken, ob sich das deckt oder halt eben nicht. Oder vielleicht habt ihr auch was ganz anderes vor. Ich finde halt die Tageskerze auch hier, die sieht so ein bisschen abgefahren aus. Aber ich meinte auch gestern schon, das sieht so einfach short aus, das kann schon fast nicht funktionieren. Meint ja auch auf der anderen Seite dann noch, ja, man sollte nicht zu kompliziert denken, sondern es einfach halten und nicht zu sehr um die Ecke denken. Aber ich bin gespannt. Also einfach ist der Markt insgesamt nicht. Also vor allen Dingen von der Volatilität her massiv. Ne? Also long, ja, darauf, okay, ja. Und haben wir auch gestern ja auch so besprochen. Aber bis wohin, ne? Das sollte dann halt irgendwie auch am liebsten dann halt so funktionieren, wie es dann halt eben angedacht war und nicht etwa in einer maßlosen Übertreibung dann halt irgendwo enden. Ne? Also ich werde den auch hier jetzt nicht endlos skalieren. Der Stop da oben ist jetzt erstmal relativ fett, wobei gemessen an der Vola ist es halt noch überschaubar, aber wir gucken mal, wohin die Reise geht, ob der Markt uns den Gefallen tut und jetzt hier mit runterzieht, da wo ich eigentlich hin will, oder ob er mich da oben rauskickt. Ich bin mal gespannt. So, noch ein paar Sekunden, jetzt geht's los. Wir werden sehen. Also, wenn er Martin irgendwie ist auf jeden zuerst. Fall long. Bitte was? Sagt der Martin ist auf jeden Fall long, sagt er. Ja, das ist okay. So, also, bin mal gespannt. Also, wenn er jetzt irgendwie durchziehen sollte, dann wäre halt wirklich das Target hier unten in dem Bereich, wo ich gerade gezeigt habe. Ich bin gespannt, ne? Also, das ist irgendwie nicht so easy, wie man sieht. Der wehrt sich hier schon gewaltig. Ich meine, für ein paar Punkte hätten wir jetzt natürlich auch direkt sagen können, okay, ich nehme die 60, 70 Punkte mit, die das gewesen sind. In normalen Märkten wäre das ja halt auch völlig legitim oder auch richtig viel. Aber in dem Markt ist es halt einfach nicht viel, ne? Also, weil die ATR, die geht gerade irgendwie sowas von durch die Decke. Und da muss man halt einfach ein bisschen anders rangehen. Und wenn man dann normalerweise, was weiß ich, dann halt irgendwie hier mit 6, 7 Kontrakten unterwegs ist und dann halbiert man es halt eben mal, so wie ich es ja halt hier auch mache. Und lässt dafür halt einfach ein bisschen mehr Luft, so dass man halt nicht mit irgendwie den ersten 10 Spritzern drüber dann direkt halt irgendwie weg ist. Das muss natürlich nicht sein. Ich würde mal gucken, also ohne weiteres nicht, aber klar, gerne den halt auszubauen, also den Short halt möglichst zu verlängern, wenn das sich anbietet. Ne? Also bis jetzt irgendwie natürlich noch nicht. Das sind jetzt erstmal die ersten Zuckungen hier. Und ich bin ja auch ganz oft ein Freund vom M2, der ist nicht ganz so rauschig wie der M1. Ja, ich meine, auch hier, wenn man jetzt sagt, na gut, der Trade war ja schon auf, aber hey, ne, der ist ja wieder ganz genau da hinten auf Anfang gelaufen. Ich glaube,
Das ist ziemlich legitim, jetzt auch hier als Live-Trade zu bewerten, auch wenn jetzt hier oben ein Tick oder zwei Ticks da halt irgendwie vielleicht fehlen. Okay. Gut, war gespannt. Also, erstmal ist die Tendenz nach unten drückend, aber er muss natürlich hier dann auch ordentlich durch. Wir haben auch hier noch ein Gap, das habe ich gar nicht eingezeichnet, aber das sieht man ja am Daily recht klar. Vorausgesetzt, ich bin wieder nicht mit dem Kopf davor. Nee, bin ich nicht. Okay. Das hätte ich eigentlich mal einzeichnen müssen, habe ich irgendwie tatsächlich vergessen. So, mal gucken, ob wir die jetzt erlegt kriegen hier, diese Lows. Und das wäre natürlich, wenn er das halt macht und dann halt irgendwie einen Rücklauf, und dann wäre das halt so ein Punkt, wo man dann halt vielleicht versuchen könnte, den Short dann halt eben auszubauen. Aber ne, es schiebt immer auch noch in die entgegengesetzte Richtung nach oben zusätzlich. Aber generell, ich meine, ist es halt einfach so. Und deswegen finde ich auch Short hier richtig, obwohl wir Intraday halt schon weit gelaufen sind, beziehungsweise obwohl wir Intraday gerade extrem long sind, aber übergeordnet, das ist halt nun mal der Daily, sind wir halt einfach Short. Ne? Und von daher auch deswegen total legitim, das so zu machen, finde ich. Ne? Gut, ich meine, legitim ist das immer das, was am Ende irgendwie aufgeht, oder sagen wir es mal so, das, was am Ende regelmäßig aufgeht. Und klar, aber man muss halt dann im Zweifel ein bisschen Geduld hier mitbringen, ne? Gar keine Frage. Mal gucken, der M15 da oben ist halt ja auch noch irgendwie vom Framing her aktuell grün, so wie alles, was irgendwie drüber liegt, auch der H1, auch wenn ich den jetzt hier gerade nicht eingeschaltet habe, aber ist natürlich halt auch klar, ne? Das heißt hier Außenstabs. Gebilde, Außenstabsframing, momentan halt bullish, aber heißt auch nichts. Und hier würde die Extension halt auch runterreichen, sieht man ja hier dran, ne? Bis eben 770 etwa in dem Bereich. Also es wäre natürlich von hier schon eine ordentliche Strecke, ne? Deswegen ist es auch nicht so ganz ohne. Gar keine Frage. Aber erstmal hält's, aber das Low hier steht natürlich erstmal auch wie eine 1. Das ist natürlich nicht so gut, dass er es nicht schafft, so irgendwie ohne Probleme da halt durchzugehen. Und kann natürlich jetzt sein, dass es jetzt hier einfach nur so ein Austesten vom Low war und wir dann jetzt halt nach oben raus gehen. Könnte immer noch passieren, gar keine Frage. Unten Long, oben Short für 20 Punkte reicht's. Ja, das ist natürlich hier auch möglich, ne? Klar, weil ich meine, hier zeichnet sich ja so ein bisschen Range ab. Ist natürlich genauso legitim. So, UNH meinte er, Richie ist allerdings die Aktie mit dem höchsten Gewicht von 7,6. Ja, nach deren guten Zahlen würde ich die erste Euphorie da erstmal abwarten. Ja, hast du vielleicht recht? Kann sein, ne? Kann natürlich alles sein. Ne? Auf der anderen Seite ist das halt eben auch alles in der Vorbörse ja gerade passiert. Und Vorbörse heißt immer kein Volumen. Ne? Volumen kommt halt um 15:30 in den Markt. Und vorher ist halt alles billig in irgendeine Richtung zu schieben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, Attacke auf der Unterseite, Scalping-Marke der S1. Das ist genau da, wo ich die Maus habe. Und natürlich jetzt genau da auch, wo dieser Support gewesen ist. Und die muss er natürlich mit Wumms erlegen, wenn das funktionieren soll. So, Nelson. Falls du noch da bist. Soll ich irgendwas drücken? Ja. Ja, den großen Verkaufknopf bei FX Flat. Der, wo steht, drauf steht 1000 Kontrakte. Naja, also im Chat sind keine Fragen. Ich sehe gerade Tesla minus 4% Downgap oder beziehungsweise aktuell im Gap gestartet. Ansonsten die großen Nvidia, Apple, alles jetzt noch normal. Alphabet auch leicht im Minus. Ja. Ich sollte mir hier auch mal irgendwie angewöhnen, glaube ich, irgendwie gerade zur OS-Eröffnung mal irgendwie so eine
Stocks Map mal irgendwie hier dazu zu bauen, damit man halt mal so die Einzelwerte auch so ein bisschen mehr im Blick hat. Wäre, glaube ich, gerade nicht so wirklich verkehrt. So, der Bernhard meint, eben long gegangen, SL unter Lows, legitim, ne? Keine Frage. Ich sag halt immer nur, ne, pass auf, weil das ist halt hier alles Vorbörse, was wir halt hier gesehen haben, ne? Das ist halt einfach immer das Ding. Deswegen muss man da im Zweifelsfall ein bisschen mehr Luft dran, draufpacken auf den Stop. Und weil der natürlich halt, wenn hier Volumen kommt, dann auch gerne mal irgendwie schneller weg ist, ne? So, hier ist es natürlich ganz klar der kritische Punkt. Wie gesagt, wenn das da durchgeht, dann wahrscheinlich irgendwie ordentlich. Aber noch geht da gar nichts durch. Noch steht er nur hier unten, versucht das Framing zu halten, versucht die Lows zu halten und gleichzeitig versuchen halt hier die Verkäufer jetzt erstmal sich nach unten zu bewegen. So, wie gesagt, ich habe ja gesagt, von wegen ausbauen, aber natürlich jetzt nicht hier in so einer Zuckung. So, mal gucken, hier ist ein Käufer, sieht man halt hier im Buch. Mal gucken, ob wir den erledigt kriegen. Wenn der denn echt ist, das sieht aber schon so aus, sonst wäre die Order wahrscheinlich schon weg. Okay. Auf jeden Fall ist die Order weg. Ob der Verkäufer jetzt auch gleich weg ist, das werden wir dann halt wohl irgendwie sehen. Also, sieht so aus, als geht die Nummer durch, ne? Also hier wäre jetzt halt, da war halt das letzte Low. Mal gucken, wenn er jetzt nicht irgendwie am Stück komplett runterfällt. Und dann wäre das halt natürlich dann so ein Kandidat, um dort dann halt irgendwie nochmal auszubauen. Hier laufen wir jetzt natürlich, habe ich im Auge, auf den SMA20 im M15 und hier auch in so einem Cluster, wie man sieht, hat natürlich auch durchaus Berechtigung zu halten. Und wir sind hier unten im Framing im H1 angekommen. So, das heißt eigentlich, habe ich eine Umkehrzahl drin, das ist natürlich ein bisschen falsch. So, das heißt eigentlich mal ein Stück raus. Ich glaube nicht, dass der so einfach da durchschiebt. So, mal ein bisschen was rausnehmen hier. Es ist noch irgendwie eins von drei ist noch drin und ich würde dann halt hier versuchen, dann die Nummer halt nochmal auszubauen. Also der richtige Punkt ist natürlich hier, ist klar. Aber halt auch mit bisschen Luft darauf. Aber das ist halt klar, ne? Ich meine, das sind einfach zwei Gründe, eigentlich um hier long zu gehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt long gehen werde. Aber das für andere, die halt eben im Markt sind, das ist ganz klar. Ne? Ich meine, hier Framing, H1, Öffnung von der letzten Stunde da unten, völlig klar, kann man machen. Oh, ich habe hier gar keine LPO an, sehe ich gerade. Nein, ist jetzt nicht so schlimm. Das heißt, da haben einfach andere ja auch Gründe, da halt long zu gehen. Algo wäre dann halt eben hier, Retail-Segment genauso, bei dem steigenden SMA20 im M15. Und deswegen hier mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Weil ich würde halt schon gerne versuchen, die ganze Strecke natürlich jetzt dann auch runter zu bekommen, irgendwie bis 16 Uhr. Und das wäre halt eben hier unten nochmal bei der 709 oder halt eben zumindest 771. Wenn es dann auch jetzt nicht mehr irgendwie die ganze Size ist, ist es halt auch egal. Dann ist halt, was heißt das egal? Ist natürlich dann nicht mehr so schön, aber trotzdem ist es ja halt ein netter Move, den man ja auch mal irgendwie handeln kann. Okay. So, versucht sich jetzt hier natürlich durchzudrücken. Ich bin gespannt, wie dann halt irgendwie 15,45 dann halt schließt. Versucht sich hier aber sauber durchzudrücken. Auch hier das Low nicht das Low, aber halt das Framing. Im H1, es wird halt also hier alles versucht, am Stück irgendwie zu eliminieren. Man könnte dann höchstens mal versuchen, vielleicht als Gegenwehr, wenn er das jetzt wirklich machen sollte, bis darunter, wo ich halt hin möchte, dann dort natürlich long dagegen zu halten. Ne? Das ist klar. Aber das sind ja noch ein paar Meter bis dahin. Und bis dorthin natürlich dann alles auf der sicheren Seite dann ja eben. Ne? Ja, habe ich vielleicht doch ein bisschen zu beherzt hier oben aufgelöst schon. Zu viel, da hätte man schon ein bisschen mehr drin lassen können, weil der Impuls ist schon recht deutlich jetzt mittlerweile. Ne? Mal gucken. Aber auf der anderen Seite noch stehen wir auch nicht da unten. Ne? Und laufen ja gerade mal erst irgendwie 10 Minuten. Der VIX ist weiterhin über 19.
Also immer noch erhöht. Ansonsten die US-10-Jährige, die steigen aktuell bei 4,69. Ich glaube, es war JP Morgan, die gesagt haben, aber da bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall die Marke bei 4,8 soll es dann kritisch werden für die Aktienmärkte. Und gibst du da viel drauf? Also auf Aussagen von Big Banks wie jetzt JP Morgan, weil das, ich finde, es hat immer so ein bisschen. Naja, man muss das halt wie immer in Kontext setzen. Die haben natürlich auch ein Interesse. Eigeninteresse. Ganz genau, So, ne? Das und ist halt immer. aber heißt nicht, dass man die Information nicht verwenden kann, aber wie gesagt, das Ja. Ganze halt ins richtige Kontext Ja, setzen. weil Gold ist so das Stichwort für JP Morgan halt bei mir, ne? Also was die da angegeben haben an Jahreszielen, das war bei mir irgendwie so mehr oder weniger gerade mal der Beginn vom Anstieg, wo ich so dachte, hä, warum macht man sowas, ne? Wahrscheinlich ja irgendwie auch nur, wenn man halt so eigene Interessen halt irgendwie verfolgen will, ne? Das ist halt immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert halt. Ja, aber drückt hier jetzt erstmal ganz nett, finde ich. Und klemmt sich jetzt auch hoffentlich dann da unten fest. Also ist übrigens auch immer, habe ich schon ein paar Mal gesehen, gutes Zeichen. Also wenn er halt hier in so ein Framing von der Extension reingeht und sich dort dann auch festfrisst, ja, und dann drückt es meistens oder sehr oft, glaube ich, zu beobachten, dann halt auch direkt hinterher. Ne? Also hier im M15, da ist halt jetzt erstmal das Maximum. Und da muss er jetzt noch irgendwie 2 Minuten durchhalten. Und eben natürlich nicht mehr rauflaufen, ist halt auch klar. Wobei das Gleiche, was ich gerade natürlich für den H1 beschrieben habe, ne? Also wir steigen nicht durch einen fallenden SMA 20 und das ist so für mich der Point of Crime, Level of Crime nenne ich das für mich selber halt immer. Und auf der anderen Seite fallen wir aber auch nicht durch den fallen wir auch nicht durch den steigenden SMA 20. Ne? Und deswegen ist halt eben auch, weil das dann halt hier wird dann der H1 gegen den M15 laufen und deswegen ist halt auch eine Reaktion da unten völlig legitim. Da kann man jetzt natürlich irgendwie sagen, es faselt eine Hilger dafür ein Quatsch, ja. Aber hey, das ist nichts anderes als Price Action, ne? Beobachtung und das, warum das so ist, darüber muss ich mir gar keine Gedanken machen. Und wichtig ist immer nur zu wissen, okay, so ist es halt eben ganz oft, ne? Und irgendwie, man muss nicht alles verstehen. Es ist wie in einer Beziehung, ne? Man muss nicht jeden Move verstehen, man kann es aber versuchen zu respektieren. Und immer nicken. Bitte? Und immer nicken, sage ich. Ja, genau, und immer nicken. Ja. Ach, so ist es halt. Machst du nichts. Okay. So, ein paar Sekunden haben wir noch. Ist natürlich für mich auch der M15 immer so der erste größere Timeframe in Anführungszeichen. Deswegen ist für mich auch immer so schon entscheidend, was macht der und wie stellt der sich da. Und das sieht jetzt erstmal gut aus, auch für weiter Short. Ne? Also jetzt nicht wegen SMA 20, weil das Ding steigt. Der hat hier jetzt irgendwie für mich nicht wirklich irgendeine Bedeutung. Man sieht aber, ne, hier Maximum gerade, wie gesagt, zieht dahin zurück, schließt aber das Framing jetzt erstmal in Rot. Das ist erstmal okay. So, und das heißt, wir kriegen hier wahrscheinlich dann auch irgendwie nochmal einen Fill dann da oben und ziehen dann halt wahrscheinlich in der zweiten Etappe dann halt nochmal ein Stück tiefer. Hoffe ich. Ich hoffe es, ne? Also man kann natürlich, ich meine, wenn man jetzt galbt, ne, ist das hier alles Quatsch, was ich hier mache. Da hätte man schon längst sagen können, ey, boah, hier 170 Punkte, geh raus, ne? So, okay, ne? Es spricht ja auch nichts dagegen, das so zu machen. Ich versuche aber hier die Bewegung von der ersten halben Stunde halt jetzt mal komplett einzufangen und nicht jetzt hier nur so ein Posing Trading halt zu machen und dann hätte ich hier schon längst auf den Knopf drücken können und sagen können, hey, 170 Punkte, danke, tschüss. No. Ja, Ansgar, herzlich willkommen bei Dr. Hügers Paartherapiesitzung. Ach ja, was soll ich da sagen? Besser nix. No. Gut, ist jemand Short dabei? Würde mich natürlich mal interessieren. Hat da jemand mit drauf gebaut oder? Weil das ist natürlich immer das Schönste, wenn man das halt irgendwie so mit mehreren zusammen halt irgendwie macht. Jupp, Lassatoria.
Das ist doch schön. Hier bei uns im Chat Der auch Robert. Antje, Stefan, sind alle short. Oder Ja, waren Robert short. auch. Ja, cool. Der Franz seit 922 Short dabei. Franco auch Short. Paderico auch Short. Ja, cool. Das könnte ja irgendwie ganz gut aufgehen hier, wenn sich das jetzt irgendwie so weiter darstellt. So, der Rücklauf hier oben hat noch nicht so wirklich gereicht. Also, was heißt nicht gereicht? Ich meine, gereicht hat am Zweifelsfall schon, aber halt nicht, um da jetzt nochmal halt irgendwie reinzukommen. Aber okay. Dann gehen wir da halt irgendwie mit einem Drittel dann halt nach unten noch. Es passt schon. Das passt schon. Man soll ja auch nicht zu gierig sein. Habe ich irgendwo gehört. So, die Also gierig, glaube ich. Bitte? Wohler-Index steigt auch weiter. Gleich 19,5. So, wir kommen jetzt hier unten, ne, so in den Bereich, wo ich halt hin will, im H1. Ich hoffe, man kann das hier erkennen, dass es nicht irgendwie zu klein ist. Ne, so Level of Crime. Ich glaube, das sollte ich mir irgendwie schützen lassen. Level of Crime war hier bei der 773. So, das heißt, die ist für mich auf jeden Fall eigentlich beschlossene Sache und darunter dann halt eben, das wäre dann halt der Anlauf, um dann halt möglichst vielleicht sogar wieder raufzulaufen. Wir haben jetzt allerdings auch hier, wie man sieht, den Kassaschluss da unten, ne, von gestern. Den könnt ihr natürlich auch abholen. Ne? Und hier unten ist auch wieder dick Volumen. Auf der anderen Seite ist hier Volumen zu Ende, also von der Intraday Value Area. Ne? Das heißt also hier, kann man sich ja mal irgendwie dann jetzt auch langsam positionieren. 773. Beziehungsweise hier unten halt die Kassaeröffnung. Jetzt hier als Reverse Order, ne? Das heißt, ich würde dort unten, würde halt der Short aufgelöst und der Long gefüllt werden. Okay, ich muss ganz kurz was checken. Bin eine Sekunde weg, oder? Kriege ich das hier hin? Moment. Paul, ja, okay, eine Sekunde. Oder könnten auch fünf sein, aber mehr werden es nicht. Bin sofort wieder da. Es ist mehr geworden. Ja, ich habe den Knopf nicht gefunden. So, also hier wollte ich nämlich jetzt umstellen auf Limit Pullback und dann hier unten, falls er jetzt halt irgendwie diesen Move nach unten noch macht und damit wir da halt eben vernünftig gefüllt werden. Ich musste hier nur gerade noch was anderes gucken und deswegen habe ich kurz weggedrückt. Aber ist noch alles, wie es war. Nichts gefuscht im Hintergrund natürlich. Bist auch nicht was. Davon mal abgesehen. Ich bin kurz mit dem Nelson hier abgesprochen, wohin wir den Markt bewegen. Bitte sag sowas nicht offiziell, ja. Hallo, BaFin. Ja. Ah, ich glaube, das ist aber auch absurd genug, um es ernst zu nehmen. So, ansonsten seit der Eröffnung Öl ein bisschen gestiegen. Was gestiegen S&P seit natürlich Eröffnung? auch. Öl, WTI. Ah, Öl. Okay, habe ich nicht verstanden, sorry. S&P natürlich auch runter. Gold, ja, nicht wirklich was. Ne, Gold ist irgendwie, steht relativ still, ne? Da habe ich ja irgendwie immer noch die 2400 nochmal im Sinn. Also hier oben Reaktion, ja, ist ein bisschen runtergegangen, aber generell, ich habe halt gedacht, wir laufen zuerst hoch und dann auf die 265. Es ist aber halt irgendwie nur kurz auf die 2395 und dann auf die 265. Das heißt, es könnte schon bedeuten, dass wir hier nochmal raufziehen und dann tatsächlich auch versuchen, da oben wirklich nochmal komplett ans High zu kommen. Also ich habe auch noch eine Goldposition auf, habe die auch noch drin. Klar, ne, ich habe es ja auch, dann habe ich es logischerweise auch noch drin. Also die Chance ist schon da, dass halt irgendwie Gold sich nochmal irgendwie da ganz oben dann auch tatsächlich nochmal irgendwie versucht. Halte ich schon für nicht ganz falsch.
dass das so gehen könnte. So, wir kleben also hier am Bebop. Und er will natürlich noch nicht so ganz, ne? H1, klar. Und der darf natürlich ein bisschen zucken, auch immer wieder dahin, hier an das Framing dort in die Richtung, das ist okay. Wobei ich dann natürlich schon überlege, ob man da nicht nochmal halt irgendwie versucht, einen Short nochmal irgendwie drauf zu bauen. Wenn er nicht irgendwie hier zu arg dagegen geht. Ja, komm, ich mach mal einen hier nochmal rein. Und es war natürlich wesentlich tiefer als geplant, aber mal in der Annahme, dass sie halt hier schon versucht, jetzt auch das M5-Framing dann halt nochmal irgendwie ein Stück weit tiefer zu ziehen und halt generell dem Impuls halt zu folgen. Oder läuft jetzt halt dann halt eben doch hier oben hin, aber okay. Also an die gelbe Linie da oben, was ja halt der alte Support war. Mir würde aber halt, oder ich fände es halt auch völlig irgendwie plausibel, wenn wir zuerst jetzt unten das Bild voll machen und dann halt eben von hier unten nochmal bis darauf laufen, wo halt eben dann der letzte Support war. Fände ich eigentlich die schlüssigere Bewegung. Zumal die Kasse ja auch irgendwie gerne mal irgendwie in der ersten halben Stunde irgendwie so das ganze Programm auch am Stück abspult. Das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Ja, zumindest. Wenn es jetzt aber zu lange dauert, dann kann man natürlich hier auch sagen, gut, dann halt flat und dann ist gut. Man muss jetzt hier irgendwie nicht sich irgendwie die Beine in den Bauch stehen und halt irgendwie dann hoffen und beten und irgendwelche Tänze vollführen. Wenn der Markt hat, dann und ich will, weil ich finde, es ist völlig legitim, ne? Weil hier am Bebop, dass wir da jetzt halt auch nicht weiterkommen, dann hier am letzten ATH, ja, dass der H1 versucht, sich hier zu halten. Das heißt, kann natürlich sein, dass er das jetzt hier irgendwie dann über 2 Stunden dann halt irgendwie hinzieht, ne? Völlig klar. Also, das ist ja halt eben kein Glaskugel-Dingen, ne? Sondern ich kann ja nur das machen, irgendwie, ich kann ja nur gucken. Und dann Entscheidungen treffen. Und wenn ich jetzt halt hier sehe, da kommt nichts mehr. Und dann kommt da halt nichts mehr. Nur auch hier natürlich, klar, immer noch SMA20, M15 zeigt nach oben. Ne? Hat er natürlich auch gar keine Lust, irgendwie halt runterzufallen. Auf der anderen Seite ist hier nur so ein relativ kleines Cluster. Ist irgendwie hier 50% dann irgendwie auch Intraday. Also das Low hier hat eigentlich nicht viel zu bedeuten, finde ich. Sondern spannender ist natürlich, dieser Bereich, ganz klar. Der Bereich und halt eben natürlich hier oben, da wo das Framing ist, also bei der 857, 860, also relativ genau da in dem Bereich, wo wir jetzt halt hier auch reagieren. Ne? Das ist interessant hier unten eigentlich eher nicht, das ist nur so eine Übertreibung für die beiden Punkte. Ich hätte halt natürlich auch hier oben hingehen können, einfach nur den Stop nachziehen, aber ich wollte halt bewusst auch ein bisschen vorsichtig sein und irgendwie nicht irgendwie das halt ausreizen mit der Gefahr, dass man halt irgendwie dann nachher dann plötzlich dann auf Null da halt rauskommt. Das muss natürlich ja nicht sein, das ist halt klar. So, M5, also 5 Minuten haben wir halt hier noch bis zum Stundenschluss. Mal gucken, ein paar Minuten drüber gehen können wir ja. Hier kommt möglicherweise Unterstützung für uns. Gerade gesehen, aber kann natürlich auch unecht sein, ist halt klar. Aber ne, hält hier oder versucht hat hier jetzt das Framing im H1 zu halten. Das heißt, das ist jetzt so ein Ding, muss man nicht aussitzen, kann man aussitzen, weil wenn das jetzt natürlich bricht oder wenn das jetzt hier in Rot endet, wenn die Stunde also hier drunter schließt, gibt es halt höchstwahrscheinlich relativ schnell nochmal eine Reaktion nach unten. Ja, aber das ist genau das, was halt hier jetzt eben gehandelt wird. Man kann natürlich auch sagen, ja gut, ich gehe erstmal raus und schnapp mir das dann halt irgendwie dann halt nachher. Ne? Also wenn die Stunde dann halt um ist, ist es auch legitim. Ja, hier knallt schon ganz schön dagegen, wie man ja halt sieht. Die mal hier weg. Erstmal. Ja, die Bola schon, ne? Krass. Das ist schon richtig Nvidia, heftig. Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, jetzt alle im Plus. Ja.
So, hier war der Punkt, wo ich vorhin sagte, da würde ich nochmal dagegen gehen. Jetzt haben wir natürlich hier kurz vor Stundenschluss. Das ist natürlich so ein bisschen risky. Sind hier am Gap auch. Ich warte mal den Stundenschluss mal kurz ab. Mal sehen, was da passiert. Aber wenn der so endet, auch schon, glaube, würde ich halt auch tippen, dass wir halt dann nochmal eine Reaktion halt nach unten bekommen. Und der hier war jetzt natürlich dann so ein bisschen unglücklich gewählt, aber okay. Ja, weil ich versuche halt schon immer irgendwie bei solchen Märkten, auch wenn das jetzt vielleicht dann für so eine Eröffnungshalbe Stunde nicht unbedingt das Beste ist, ja, aber ich versuche halt schon immer, mir Positionen halt zusammen zu bauen, die dann halt eben dann halt möglichst dann halt eben bis zum Abend dann halt eben auch drin bleiben können. Ne? Und wie gesagt, das ist für so eine Eröffnung zum Vorführen, ja, natürlich immer so eine Sache für sich, weil jetzt, also wenn man sagt, okay, ich will ja nur irgendwie ein paar Punkte scalpen, dann ist natürlich berechtigt zu sagen, hey, warum bist du da nicht längst rausgegangen? Ne? Klar, habe ich ja unten auch gesagt, ne? Wenn man halt irgendwie nur das im Sinn hat, da spricht alles dafür, dann halt rauszugehen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nur wenn der Plan aber halt ein anderer ist, als jetzt hier nur die halbe Stunde einzufangen und dann finde ich skalieren und da darf man auch mal falsch skalieren, wie mit dem hier halt schon völlig okay. Oder das heißt nicht nur okay, sondern ich finde es richtig. So, also wir haben noch 2 Minuten. Bis die Stunde hier schließt, sieht aus, als würden wir noch einmal kurz nach oben pushen. Aber halt hier, Break-Even liegt halt schon relativ hoch, liegt jetzt am Tageshoch insgesamt hier, weil ich ja ausskaliert habe. Und Gold kommt M15. gleich drunter. Ja, ich glaube, Gold spielt nur. Also das ist halt so, also ich gucke mir das in letzter Zeit auch mal irgendwie Intraday auch mal ganz gerne an. Das läuft halt einfach wie so eine Währung halt im Endeffekt, ne? Und die laufen halt doch anders als so ein Index wie der DAX oder halt eben der Dow. So, aber hier, ne, soweit okay. Also das sieht man ja auch, ne, dass der Punkt hier schon natürlich für den Markt ganz klar interessant ist. Weil sich hier jetzt so ein bisschen entscheiden wird, okay, laufen wir rauf oder laufen wir jetzt doch eben halt weiter runter? Weil wenn das hier hält, dann sollten wir dann auch nochmal einen Push nach unten dann jetzt auch gleich kriegen, wenn es dann eben hält. Ne? Und das heißt aber dann auch, dann kann man auch vermutlich den Stop hinterherziehen und dann halt hier auch nochmal weiter dann anfangen zu skalieren und die Position dann halt langsam auch richtig ausbauen. Okay. Okay, da hat sich hier schon deutlich dagegen. Ich wollte jetzt hier nur nicht unbedingt direkt drauf drücken. Ich wollte jetzt mal die Stunde eben abwarten. So, und das gibt jetzt höchstwahrscheinlich einen Push nach unten. Mal gucken, ob wir den jetzt am Stück da unten durchgedrückt bekommen. Ob jetzt dann irgendwie 16 Uhr. Typen da Lust drauf haben. So, Bitcoin. Ja, Hasta la Vista meint hier wegen Bitcoin. Passt hier jetzt natürlich nicht so unbedingt wirklich rein. Ne? Das machen wir dann eher heute Abend dann nochmal. Na komm. Lass das Programm doch hier zusammen voll machen. Ja, weil, was ich am Anfang gemeint habe, so, ich würde ja irgendwie mich so weit aus dem Fenster drauf lehnen und wetten, dass wir da unten nochmal hinkommen. Ich glaube, jetzt wird es dann auch plausibler, wenn man jetzt das Bild sieht, ne? So mit einer Stundenkerze weiter. Da sagt man natürlich dann so, ja, gut, ist ja nur gerade da, ne? Aber das ist ja halt immer so ein bisschen die Herausforderung. Ich will es nicht sagen, die Kunst, aber die Herausforderung, sich so ein Bild dann halt eben vorzustellen, wenn es halt eben noch gar nicht da ist, wie es dann halt werden könnte. Wobei man da schon aufpassen muss, ne, dass man nicht in die Abteilung rutscht, so,
ich sehe. Ne? Nee, nee, das ist damit nicht gemeint. Ne? Sondern es gibt ja Gründe, warum das halt Sinn macht. Und es ist halt nur, wenn der Markt so, was ich damit meine, ist vielmehr, wenn der Markt so ultra bullisch aussieht, ja, und dann hat man halt auch so ein bisschen irgendwie Respekt davor, da halt irgendwie dann halt knallhart dagegen zu halten. Ne? Und aber am Ende des Tages, dann guckt man sich das an und denkt so, warum bist du da oben nicht short gegangen? Ja, weil es nicht so aussah. Ne? Weil es nicht so aussah. Aber okay, noch hat das nicht gemacht. Ne? Noch ist immer noch Luft nach oben. Aber wir gucken mal. Nelson, haben wir noch irgendwie ein paar Minuten? Ja, sicher. Okay. Und dann gucken wir, ob wir die Reise hier nämlich dann jetzt fertig bekommen. Das Ding, ja, überlegen wir, also hier Framing passt immer noch, ne? Klar, weil es war ja nur ein Innenstab eben im H1 Framing, ist ja nichts passiert. Mal sehen. Also 16 Uhr ist ja auch gerne mal motiviert, von daher kann schon sein, dass die uns jetzt hier den Gefallen tun und das Ding halt nach unten dann auch fertig abspulen. Mal gespannt. Also hier unten Kassaschluss. Okay, so ein bisschen kleiner machen hier. Ja, hier auch diese Hochs da unten, da wären wir halt wieder die 708, die bei mir halt hier ziemlich deutlich halt markiert ist. Das wäre natürlich dann halt so schon der Knaller, ne? Also jetzt von hier nochmal irgendwie 120 Punkte am Stück runter. Wahrscheinlich bisschen too much. Also, aber es wäre auch nicht ausgeschlossen. Ja, wenn man halt hier mal irgendwie, das wäre halt nur einfach hier in diesen Volumenblock da rein, auch wenn es jetzt außerhalb der Value Area liegt. Aber mehr wäre es ja dann halt eigentlich auch nicht. Ne? Von daher kein Hexenwerk. Beziehungsweise jetzt nichts, was irgendwie wahnsinnig schlimm wäre. Kurz nochmal Blick auf Gold. Ja, ne? So, setzt hier einfach auf der 6,5 auf. Das war ja so das eigentliche Long Target von dem Swing, den ich ja halt vor ein paar Wochen da halt besprochen habe. Und das Long Target habe ich dann später hinzugefügt. Und dann zeigt sich hier aber halt auch, ne? Das ist halt irgendwie schon ein markanter Punkt. Dreht hier jetzt auch irgendwie mal kurz so die Richtung aber ich weiß nicht, Framing im Gold, im H1, ich finde halt den H1 irgendwie sehr klein als Timeframe für Gold. Da ist irgendwie H4, wobei man da nie weiß, wo man anfangen soll. Finde ich da halt schon besser, ehrlich gesagt, H4 oder halt den Daily natürlich, ne, klar. Oder sogar Weekly. So, also stütze ich jetzt hier erstmal ab. Aber mal gucken, ein paar Minuten hängen wir noch dran. Aber es sollte dann jetzt eben auch hier kommen, ne? Sonst macht es halt wenig Sinn. Was mir halt jetzt nicht so wirklich gut gefällt, ist hier, wie das sich halt hier startet. Ne? Also irgendwie ohne jegliche Korrektur nach oben. Das wird halt gerne dann auch irgendwie nochmal relativ schnell abgeholt. Ne? Also hier die Eröffnung von der Stunde sieht man hier ja auch überall. Ne? Das wird dann gerne mal irgendwie nochmal gedreht. Deswegen sollte man das jetzt nicht ewig da unten auch aushalten und jetzt nicht irgendwie da die Oma drauf verwetten, dass das jetzt unbedingt so kommen muss. Ne? Das kann natürlich auch genauso gut später noch der Fall sein, nachdem man halt irgendwie noch mal ein paar Punkte nach oben geballert ist, ist alles möglich. Weil der Markt ist halt schon so ein bisschen crazy zurzeit. Da muss man irgendwie ziemlich auf der Hut sein, finde ich. Vor allen Dingen irgendwie enge Stops oder so, also das haben wir irgendwie auch jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, gehabt und gesehen. Das ist irgendwie schwierig gerade, ne? Ja, Tim, bitte die Oma nicht töten. Nein. Es gibt auch ein Gerät, was Oma heißt. Also zur allgemeinen Beruhigung. Wir machen hier keine Menschenwetten. Gar nicht Seniorenwetten. Wobei es ja hier schon so Seniorentrading ist, ja, so ein bisschen. Ich spreche nur für dich. Ja, nee, ich spreche nur von mir, sagen wir es mal lieber so. Nelson, ich sehe dich nicht. Bist du am Lachen? Wieso sehe ich dich eigentlich nicht? Also hast die Kamera wieder aus, ne?
Ja, Ach, Mann. das gleich zum Abschluss. Darfst du mich Was noch mal sehen? zum Abstrich? Musst du zum Abstrich? Ich glaube, die Betäubung wirkt noch bei dir. Ja, ich glaube, die haben die zu hoch angesetzt bei mir. Irgendwie, die haben die in die Schläfen gespritzt und es ist halt direkt irgendwie quer zum Hypothalamus irgendwie rübergewandert. Deswegen, man sehe es mir nach. Also es zählt dann auch unter Unzurechnungsfähigkeit, falls irgendwelche Klagen kommen sollten. Leiten alles weiter. Wohin? Aber So, trotzdem heute Achtung. ein. Sorry, ich wollte dich nicht anschreien, tut mir leid. Nein, Also, nein. Alles gut. ja, das sind die Schrauben im Mund, genau, das sind hier alles verschieden irgendwie gerade. Aber man sieht es nicht. Nee, ich bin heute Morgen, ich musste irgendwie da nochmal hin. Ich habe gesagt, ey, ich kann so weder reden noch sonst irgendwas, das geht so nicht. Und da waren die dann aber so nett und haben das dann irgendwie auch ganz schnell gemacht und mir da geholfen. Das war natürlich nice, weil, ne, kennen wir ja alle irgendwie, irgendwelche Arzttermine musst du ja immer irgendwie, weißt du, Kuckuck, wie lange warten. Besser Schrauben im Mund als Schrauben locker, schreibt der Ansgar. Geht auch beides. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Also, so, was machen wir? Also länger als 16, 15 hier nicht unbedingt der Plan. Also der sieht zwar schon aus, als, ne, als würde er es hier machen, aber das kann hier schon noch so irgendwie eine Ecke irgendwie festhängen. Ne? Das kann hier schon noch irgendwie ein bisschen dauern. Also ich vermute mal, wir kriegen hier jetzt irgendwie dann demnächst halt echt so einen Push. Der könnte den auch machen hier mit. Selbst noch innerhalb jetzt der nächsten 2 Minuten, das wäre schon noch okay. Nur wie gesagt, was mir halt nicht gefällt, ist der Anfang von der Stunde hier. Ne? Nicht, dass der jetzt nochmal auf die Idee kommt, jetzt hier erstmal zu bremsen, was er die ganze Zeit macht, und dann erst wieder nach oben zu ziehen, auf die 900 irgendwas und dann später wieder runterzukommen. Das ist halt so das, was mich hier stört. Also, weshalb ich auch sage, ja, ich will nicht unbedingt länger als 16, 15, weil dann kann man vielleicht später irgendwie höher nochmal neu ansetzen. Ansonsten sowieso Auflösung dann heute Abend bei dem Stream. Ja, genau, das dann sowieso. Ja, wobei das natürlich immer so ein bisschen, ich bin da natürlich nicht so ein Freund davon. Ich würde es schon gerne halt irgendwie hier am Stück live drin haben, aber ich kann es natürlich auch nicht erzwingen, ne? Das ist halt auch klar. Also das hat eben, dass dann nicht dann nur so ein theoretischer Trade war oder ist, ne, sondern halt eben schon praktisch. So, jetzt ist genau das, ne, was ich beschrieben habe. Also wir laufen hier halt bei so einer Bewegung gerne auf Anfang zurück. Und das meinte ich jetzt eben, ne? Und von daher, das ist völlig legitim, dass der Markt das macht. Das heißt auch jetzt nicht, dass der komplett nach oben läuft. So, hier oben das Vergessene jetzt mal kurz abgeholt. Es könnte aber natürlich sein, ne, dass das jetzt dann halt eben hier dazu führt, wenn der jetzt als Beispiel hier im M5 in Grün schließt, gut, hat er jetzt erstmal nicht gemacht, dass dann halt direkt nochmal ein paar hinterherkommen und dann halt wir dann doch nochmal irgendwie erstmal nach oben laufen. Ne? Aber okay. Bis jetzt nicht gemacht, aber in den nächsten 5 Minuten muss er es dann aber jetzt dann nach unten beantworten. Ansonsten dauert das hier höchstwahrscheinlich noch ein paar Ecken länger. So, kann man natürlich jetzt sagen, hätte man hier oben nochmal Short gehen können, ja, ne, hätte Fahrradkette. Ich meine, ich kann ja nicht irgendwie auf der einen Seite sagen, dass die Gefahr besteht, dass wir halt eben jetzt nochmal irgendwie auch ein Stück weiterlaufen und dann halt hier trotzdem vehement und dann irgendwie Short dagegen halten. Das macht ja auch keinen Sinn, ne? Wohin oben darf der Dow maximal in die Reißleine zu ziehen? Das ist natürlich eine gute Frage. Also generell am Tageshoch oder übers Tageshoch, ne? Deswegen habe ich ja halt auch oben angefangen mit der Skalierung, deswegen liegt der Stop auch immer noch da oben drüber. Ne? Und weil ich natürlich schon den Plan habe, dass wir halt bis heute Abend wieder unterm Tagestief stehen und möglichst halt irgendwie noch 400 Punkte tiefer als jetzt. Und deswegen bin ich da halt auch so geduldig hier und drücke auch nicht auf den Knopf. Aber klar, ne? Das ist natürlich dann auch wiederum ein anderes Risiko, das ist halt auch klar. Und
Aber hey, ne, das alles andere macht für mich aber im Daily einfach gar keinen Sinn. Und aber halt als erstes trotzdem diese Bewegung um H1, da würde ich schon gern sehen, wie er damit umgeht, wenn er halt eben da runterkommt auf die 776 oder halt hier in Richtung Kasserschluss, ob der dann halt wirklich da unten drehen will oder halt, ob der da halt durchballert. Ne? Auch jetzt hier, um das halt irgendwie auch, falls wir das hier jetzt nicht mehr zu Ende kriegen, was ja leider so ein bisschen danach aussieht, der Long hier unten. Der bleibt auch nicht bedingungslos stehen. Ne? Wenn der jetzt nämlich zuerst da oben sich halt irgendwo wieder einpendelt und dann halt da oben noch irgendwelche versucht, neue Highs zu machen, ohne die dann hinzukriegen und kommt dann runter, dann würde ich da unten auch, glaube ich, nicht mehr long gehen, sondern dann würde ich halt einfach, dann würde ich den Stop hinterherziehen und dann halt hier über die 900, 930 dorthin den Stop und dann gucken, ob der nicht direkt da unten dann halt eben durchgeht. Ne? Weil das ist halt nur so lange, solange hier oben auf der Oberseite jetzt nicht zu viel passiert ist, solange nicht zu viel versucht wurde, hier oben zu kaufen und solange halt eben hier oben nicht gescheitert ist. Ne? Also ich kann da jetzt halt nicht irgendwie sagen oder was weiß ich, die Kriterien da halt irgendwie an zwei, drei Punkten festmachen. Ich sehe halt ja die Tendenz, die wir halt haben. Ich sehe den Daily vor allen Dingen. Das ist halt das Ding, was ich hier jetzt eigentlich handle. Den Daily in Verbindung mit der Eröffnung und versuche den halt in irgendeiner Form halt hier einzutüten. No more, no less. Ne? Aber es ist natürlich dann halt irgendwie klar, für so eine Eröffnungsstunde. Aber das mache ich auch mal so. Ne? Manchmal geht's ja, mache ich ja dann auch, sage ich, okay, ich habe irgendwie keinen konkreten Plan irgendwie für den Tag. Ich sehe nur dies und das und jenes. Was das dann werden wird, weiß ich nicht. So, heute bin ich aber der Meinung, der müsste eigentlich viel tiefer. Und daran mache ich ja dann auch aus, ob ich dann halt bei so einer Stunde, bei so einer Handelsstunde, wie wir sie halt dann hier machen, daran mache ich dann halt eben auch fest, ob ich jetzt halt irgendwie hier nur so ein paar Punkte halt mitnehmen will oder ob ich mir dann halt eine Position zusammenbaue, dann halt eben für den Tag. Und ne, weil ich habe es ja hier jetzt auch schon ein paar Mal so gemacht, dass halt hier einfach nur ein paar Punkte rauf, paar Punkte runter und gut ist. Und das ist ja auch völlig legitim. Also gerade wenn man halt jetzt irgendwie nur Scalping, Daytrading macht, ist das sowieso der bessere Ansatz und gar keine Frage. Ne? Und die Königsdisziplin, wenn man es so nennen darf, steht dann, glaube ich, irgendwie eher sogar da drin, dass man sagt, man kriegt irgendwie beides kombiniert. Ne? Man macht halt irgendwie innerhalb von irgendwie so einer Handelsstunde halt irgendwie Scalping-Positionen, die man dann aber eben halt ausbauen kann, halt zu einer größeren Bewegung, die dann halt vielleicht auch bis zum Abend dann halt reichen. Ne? Und das Ding ist halt natürlich auch klar, je länger das dauert, umso unwahrscheinlicher wird es, dass es halt in einer Bewegung durchgeht. Logisch sehen wir hier auch gerade schon, ne? Auf die Idee kommen wahrscheinlich irgendwie auch andere. Und dann gibt es auch gerne mal irgendwie nochmal einen Schwung nach oben. Ne? So, deswegen würde ich halt jetzt sagen, wir machen jetzt, was haben wir, 16 oder 14, wir warten die jetzt noch kurz ab, den Schlusskurs von der M15 und dann drücken wir hier einfach mal ganz legitim auf den Knopf. Ne? Der ist immer noch nicht oben. Also sieht zwar jetzt aus, als würde er da oben durchgehen. Er hat es aber noch nicht gemacht. Ne? Und deswegen sage ich, wir warten es mal ab. Aber wenn der jetzt halt irgendwie nochmal da raufläuft, dann würde ich da oben nochmal neu ansetzen, würde jetzt hier erstmal dann halt rausgehen. So, hier zwar jetzt irgendwie grüne M5, ne? Aber das meine ich. Wenn der jetzt hier anfängt, irgendwie nach grün zu drehen, und dann gibt es wahrscheinlich nochmal den einen oder anderen Versuch auf der Oberseite. Und dann dauert die ganze Nummer halt hier einfach länger. So, deswegen jetzt hier erstmal raus und fertig. Ne? So, war ja auf jeden Fall, glaube ich, soweit ein brauchbares Ergebnis. Ne? Ja, okay. Passt doch. Passt doch, ne? Nicht ganz so viel. Also ich hätte schon gern die ganze Bewegung hier am Stück natürlich gehabt. Aber okay, so machen wir hier also beides. Einmal halt hier ein sauberes Ende von dem Webinar mit irgendwas zwischen 200 und 100 Punkten. Und ansonsten bleibe ich aber halt dabei bei dem, wie ich es halt beschrieben habe und gehe auch immer noch davon aus, dass das halt funktioniert. Es wird halt nur ein bisschen länger und es wird ein bisschen anstrengender. Ich glaube, so kann man das halt irgendwie zusammenfassen. Alright, so, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr konntet das irgendwie dann auch für euch mit verwerten und habe hier schon gesehen, waren ja einige Short-Hits
ja auch mit dabei, ne? Ich habe ja auch erklärt, ne? Wann hält man lange fest, wann halt eben nicht, was ist halt eben die Maßgabe. Und wenn man jetzt irgendwie heute dann aber sagt, na, ich hab nur eine Stunde Zeit, dann hält man natürlich nicht fest, ne, für so eine Position, die dann halt irgendwie bis zum Abend laufen soll. Aber ich finde halt hier, das sieht man ja auch am Bild, er drückt sich ja gerade wieder so ein bisschen rauf. Warum soll ich da irgendwie dann jetzt aushalten? Selbst wenn ich nur irgendwie 20 Punkte mal kurz dicht mache und gehe dann halt irgendwie 20 Punkte höher nochmal rein, habe ich ja auch schon was gewonnen. Ne? Von daher ist ja auch das völlig legitim. Es waren dann jetzt übrigens gerade schon 40 Punkte. Gut. Nelson, der ist schon ganz gespannt, der Nelson, und für sein Schlusswort. Und das geben wir ihm dann auch gerne am Schluss. Nelson hat sehr gerne das letzte Wort. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, und liked bitte gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Das wäre jetzt so der Moment, auf den Knopf zu drücken. Und ansonsten sage ich, wir sehen uns heute Abend nochmal. Aber seid so nett und bleibt noch kurz da. Der Nelson hat noch. Dem gönnen wir natürlich auch noch sehr gerne eine Minute. Er sitzt ja die ganze Zeit geduldig und darf nichts sagen, weil ich einfach nicht aufhöre zu reden und schon wieder nicht. Jetzt aber. Nelson. Nee, also wenn ich hier den Chat durchgehe, dann ist alles gesagt. Vielen, vielen Dank, Dirk, für das Webinar und natürlich für die Teilnahme sowohl hier bei uns auf GoToWebinar als auch auf YouTube. Viel Erfolg noch. Passt auf eure Positionen auf. Passen Sie auf jede Position auf. Und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird, aber spätestens in 2 Wochen. Also, viel Erfolg. Ciao, ciao. Und Ciao. weiterhin gute Besserung, Dirk. Ja, danke. In jeder Hinsicht. Danke. Ciao.